Sichtweiten. Gering bitte. Fertig. So viel, dass das Geruckle ein für alle Mal ein Ende hat. Sieht aber nicht so aus. No. Oder habe ich jetzt auch so ein Ruckeleck? Wo es immer ruckelt. Na, jetzt wird aber Minecraft gleich unspielbar. Das ist ja ekelhaft. Und es wird schon wieder dunkel. Das wird, gibt's ja nicht. Ah, jetzt hoffe ich, dass das Ruckeln aufhört. Besser ist es schon geworden. Muss man zugeben. Es spart sich doch ein bisschen was auf. So. Hier lang. Aber die Welt wird schon langsam. Auch wenn sie ruckelt gerade wie blöd. Aber mir stürzt auch nicht wirklich die Framerate ein. Es ruckelt nur. Normalerweise würde Fraps auch noch anzeigen, dass mir die Ding wegkackt. Aber was soll's? Irgendwie ist das nicht ganz der Fall. Und jetzt weiter am Weg. Es rannt. So. Jetzt sieht er wieder schöner aus, der Tisch. Nicht wie in... in der Grundausstattung von Minecraft, also im Default Pack. Na, es fressen etwa die Tiere schon so viel Ressourcen hier. Das kann ja auch nicht sein. Oh, Creeper! Kannst mich mal. So, hier geht's lang. Okay, er verfolgt mich nicht. Ich hoffe, das bleibt so. So. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Dann haben wir das auch wieder. So. Dann kann ich mich wieder mit dem Rücken... Dann, was könnte ich denn erzählen, wenn ich hier versuche, konzentriert zu bauen? Meine nächsten Projekte weiß ich alle noch nicht. Um ehrlich zu sein, ich habe jetzt fürs Erste das Projekt auf der PlayStation eingestellt, weil mir die Aufnahmequalität nicht passt. Vor allem, weil mich extrem stört, dass ich nicht mit meinem HDMI-Kabel spielen kann. Dass ich also wieder blödsinnig Skat rummache. Es nimmt sie in einem komischen Format auf und die ganze Kacke. Deswegen, wie soll ich sagen? Warte ich noch. Bis ich an einem HD-Gabber komme. Oder einen HDMI-Gabber. Ich weiß ja nicht, wie die dann heißen. Jedenfalls heißt das mit Skat halt Gabber. Und solange ich die nicht habe, brauche ich auf der PlayStation auch nichts mehr spielen. Weil... sonst, wie zum Beispiel, wenn ich... ich hatte ja vor, die Call of Duty-Serie zu spielen. Aber wenn ich die dann spiele... sieht ja dann auch nicht so hübsch aus. Und wenn, dann soll man hier schon sehen, was da grafikmäßig so abgeht. Und das kann man leider nur damit ein HDMI-Gabber. Naja.
Und momentan sind wir auch, ja, zwei Projekte sind genug. Bis man halt mal Luft irgendwo reingekriegt hat. Indem dass man mordsmäßige Aufnahmen macht. Wie zum Beispiel der, gerade bei der Aufnahme, was ich jetzt mache, habe ich noch vom Anno noch 10 Stück übrig. Und übermorgen bin ich sicher, mache ich nochmal eine Aufnahme und dann habe ich wieder ein paar auf Tasche. Und wenn man sich so Luft reinarbeitet, dann kann ich auch mal noch ein Projekt starten und vielleicht noch eins. Weil einfach ich nicht so gebunden bin, dass ich jetzt unbedingt das aufnehmen muss, weil sonst komme ich in arge Bedrängnis oder sonst was. So, jetzt drehe ich mich mal hier wieder um und mache hier weiter. Aber Minecraft nach wie vor spiele ich. Mache ich jetzt auch nicht so große Aufnahmen, weil es ja doch immer sein kann, dass Updates kommen. Wie mit einem 1.1er zum Beispiel wieder. Und ja, das ist schon cool und so. Deswegen spiele ich auch da jetzt nicht so gern einiges vor, weil sonst habe ich 20 Folgen auf Tasche mit der älteren Version, obwohl vielleicht schon wieder gute Sachen eingebaut wurden, die will man doch gleich im Let's Play verwursten will. Bevor man doch nochmal irgendeinen Scheiß baut, weil hat man ja doch noch nicht und so. So. Da kommt sie, würde ich sagen. Gut, aber bei so einem Weg, da kann man eh nicht viel verkehrt machen, deswegen machen wir den gleich. Und sorgfältig, so. Jetzt dürfte ich bald mal wieder auf Land stoßen, weil so lang ist jetzt der Weg auch nicht. Aber meine Erde bringe ich endlich mal los. So. Ah, da kommt ja der Berg. Hast dich jetzt wieder gefangen, Computer? Kann ich wieder auf Fahr stellen. So. Stelle ich wieder um, dass ich hier weiter sehe. Gering, minimal, maximal, ja, normal, fertig, fertig, zurück zum Spiel. So, hopp in die Knie, du Sau. Ah, hier baut er wieder schön auf. Ja, ich bin gleich da. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. So, 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 so. Dann haben wir den Weg schon mal durchgezogen. Eh fast eine straighte Linie. Und ich bin immer die verworrenen Wege gegangen, wegen dem scheiß Wasser. Weil das doch ein bisschen im Weg umgegangen ist. So. Jetzt bin ich hier. In meinem Revier. Komm, gib Gas, Junge. Ja, Erde dürfte ich noch genug haben, dass ich hier rüberkomme. Und dann kommen hier natürlich noch überall Cobblestones drüber. Glaube ich. Wird zwar noch nicht für alles reichen, aber was soll's. Ja, genau da wollte ich die Erde hinpappen. So, was könnte ich denn noch sagen? Ah, ich mache eigentlich das sowas immer gern, die Projekte, und jetzt was längeres. Ah, scheiß Husten. Tut mir leid, dass ich ins Mic gehustet habe. Aber ich will hier den Weg fertig bringen. Und wenn ich hier die ganze Zeit hier leiser drehe, weil wegen Husten und so, ist ja auch blöd. Ja, die Mordsprojekte hier, und dann, wenn mal so ein riesiger Weg steht, dann wenn wir den auch links und rechts voll kriegen, und dann macht man auch was draus. Und das ist wohl mit hier genauso, und
Deswegen mache ich hier jetzt den Weg, dann ist hier Ruhe. So. Und schneller von A nach B komme ich auch. Das ist schon mal der größte Vorteil. So, bin ich jetzt bald mal wieder drüben. Weil das wird jetzt schon wieder ziemlich mono und ton so, ne? Jetzt kommen. Na, was mache ich denn? Was mache ich denn? So, Blöcke mitgenommen. So. Zack, zack, zack. Schon Hammer. Sind wir hier rüben. Jetzt kommt da noch eine Reihe her. Dann können wir uns dem restlichen Wege widmen. So, hier rüber. Haben wir es ja eh gleich geschafft. Dann haben wir die Verbindung fertig. Und dann fangen wir mit dem Pflasterstein an, Weg ausbauen, so. Ja. Ich glaube, in dem Berg da drüben baue ich auch noch was Schönes rein, vor allem auf das Plateau hier oben, weil es verläuft so richtig schön oben, so L-förmig. Ist einfach cool und deswegen baue ich da was hoch. Dann habe ich da auch noch mal was Schönes. Und ich bin beschäftigt. Ich schätze aber, das wird irgendwas aus Stein werden. So eine Art Burg oder so. Und die baue ich da hoch. So ein Wolkenschloss. Eine uneinnehmbare Festung. Sowas ist ja immer schön. So, bin ich jetzt hier mal wieder fertig. Das ist sehr eintönig. Denn es dauert so lange, um die Sachen zu setzen. Boah, nee, es wird schon wieder dunkel. Ah, ich bin eh gleich herüben. So. So, so, so. Und dann laufen wir schnell zurück. Gut, ich könnte auch ins andere Betty laufen, aber will ich jetzt auch nicht. Weil da drüben habe ich ja dann auch was zu tun. Und mit der Lava habe ich auch schon was vor. Da macht man ein schönes Häuschen, glaube ich, drauf. Mit Glasplatten. Dann ist hier Ruhe. Dann kann man sich nicht die Füße verbrennen. So, 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 so. Dann haben wir das hier. Und hier habe ich noch Raum zum Ausfüllen. So, dann nehmen wir uns dann am nächsten Morgen gleich mal wieder Holzplankis mit, um den Holzweg in den Steinweg übergehen zu lassen. So. Dann sind wir wieder hier. Und ab ins Bett geworfen mit Schmackes. Ah. Wieso das denn schon wieder? Einfach nochmal schwer friedlich. So. Optionen, einfach zack und schon kann man sich hinlegen. So, nochmal kurz was getrunken. Schon habe ich wieder Spucke zum Säuseln, dass ich hier mich, ja, dass ich immer hier die Hälfte vergesse. So, ein bisschen Kobbel, schadet nie. Hoppala. Die wollte ich ja nach unten legen. So. Dann haben wir den Kobbel auch schon dabei. Ja, ich will hier durch.